Am Wort ist Christian Höbert von der FPÖ. Ich möchte jetzt nicht auf den Sammelbericht aus dem Ausschuss für Bürgerinitiativen und Petitionen eingehen. Ich möchte jetzt da auch erwähnen, was die Probleme dieses Ausschusses sind. Wir haben feststellen müssen in den letzten Monaten, dass sich hier folgende Dinge zugetragen haben, dass nämlich der Eindruck entsteht, dass die Bundesregierung die Petitionen und Bürgeranliegen, die oftmals von tausenden Menschen unterschrieben worden sind, eher schubladisieren will. Wir sprechen hier dann von der sogenannten Kenntnisnahme, machen wir schnell einen Sammelbericht, bringen wir es ins Plenum, diskutieren wir es schnell weg und stecken es wieder in die Schubladen. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass gerade wenn es darum geht, solche Petitionen auch Fachausschüssen zuzuweisen, eher restriktiv hier durchgegriffen wird im Petitionsausschuss. Und ein weiterer Punkt, der uns jetzt schon seit Monaten stört, ist jener Punkt, dass gerade aus Ministerien immer wieder Stellungnahmen fehlen. Und das hat jetzt den Ausschuss unter dem Vorsitzenden Michael Bock dazu bewogen, auch einmal die Ministerien zur Raison zu bringen. Wir haben einen Brief verfasst, der an alle Bundesministerien verschickt wurde, wo die Ministerien aufgefordert werden, die Stellungnahmen schneller und effektiver dem Parlament zukommen zu lassen. Der Eindruck, der hier oftmals entsteht, ist jener, dass Ministerien Gesetze machen, Ministerien im Prinzip arbeiten, wie sie wollen und den Parlamentarismus immer mehr auf die Seite schieben. Und das kann es nicht sein. Hier müssen wir gegenhalten, sehr geehrte Damen und Herren. Wir gehen sogar noch einen Schritt weiter über diesen Brief an die Ministerien des Petitionsausschusses hinaus. Wir fordern die Präsidentin auf, die Präsidentin des Nationalrates auch einmal aktiv zu werden und die Ministerien klar und deutlich aufzufordern, Stellungnahmen schnell abzugeben, um den Parlamentarismus nicht aufzuhalten und den Gesetzwerdungsprozess und vor allem hier in diesem Fall Bürgerinitiativen und Petitionen nicht unnötig zu behindern. Danke.